So Leute, und damit ein Hallo und ein herzlich Willkommen zu einem weiteren Part Spyro Enter the Dragonfly. Im letzten Part haben wir den Dojo beendet und landen in einem Kloster, dem Affenkloster und damit dem zweitgrößten Level des Spiels. Hallöchen Affi, was willst du mir sagen? Diese ausgeflippten Riptox sind in unser heiliges Kloster eingedrungen. Wir üben uns in göttlicher Mildtätigkeit. Deshalb möchten wir uns nicht mit Gewalt befassen. Kein Ding. Mache ich dann. So, ganz wichtig, hier am Anfang gucken, dass wir alle Juwelen haben. Denn ansonsten suchen wir eine Kamera. Dankeschön. Kamera, die den Pfosten nicht umschwingen kann. Sehr nett immer. So, wir haben hier kleine Nashörner, die man nicht umrennen kann, okay. Da hatte ich irgendwas anderes in Erinnerung. Ich dachte, die kann man umrennen. Gut, umrennen nicht gut. Abfeuern. Da freuen die sich, machen mega Backflips. Und wir haben Eis. Wir können aber vom Eis springen, das ist das Interessante eigentlich. Können wir die abfinden? Nein, das war nicht, okay. So. Das macht das Level eigentlich ziemlich interessant, denn wir können auf Eis springen. Das gab es vorher in den Spyro-Teilen nicht. Mittlerweile geht es. Das ist. Ist es gut, ist es schlecht? Ich weiß es nicht. Wir können einfach so App hochspringen, wenn es sein muss. Immer ist es nichts Verwerfliches. Es ist eine Fläche wie jede andere. Ja. Und manchmal glitscht das einfach rum, weil das Spiel denkt von wegen, ja, du willst noch ein bisschen Eis laufen. Da hast du vollkommen recht. Wir haben schon die ersten 100 Juwelen. Wir haben ja gerade schon gesehen, da war irgendwo eine Libelle. Die natürlich haben wollen. Die einfach mal abbremst. Egal, wir laufen gerade eh hier querbeet durch. Und Alter, die Juwelen lassen mich gerade ziemlich gut sammeln. Los, lass dich fangen. Doch nicht dahin. Mann, bleib hier. Warum auf dem Eis? Was bist du für ein Pissgesicht? Komm vom Eis runter. Und ich habe dich definitiv getroffen. Dankeschön. Du hast Schäumchen gefangen. Was den Schnee aufgewirbelt hat, weil es nervig war gerade. Es war echt nervig. So, das Schöne an diesem Level gerade auf den ersten Blick ist natürlich, man erkennt, dass es ein Spyro-Level ist. Und das sah komisch aus. So, hier können wir erstmal nicht geradeaus, deswegen müssen wir einfach rechts. Wer kennt das nicht? Im Klostereingang, wo es erstmal rechts geht. Ah, hier gab es die andere Schatzkiste, genau. Damit man übrigens die Schatzkiste nicht lange suchen muss, ist die hier mitten auf dem Weg. Hier. Und wir haben ekelhafte Sprünge wieder, so halbwegs. Ja, ich entsinne mich, weil die auf Eis sind. Oh ja, ich entsinne mich. Ich glaube... Nee, hier war der noch nicht. Okay, ich weiß, dass irgendwo hier ein richtig ekelhafter Sprung vom Eis aus war. Ich weiß aber nicht wo. Ist auch immer cool, dass die, Oh, guck mal, die haben so eine Eiskeule und die haben Schneebälle und ein Schild. Ist auch cool, dass die ganzen... Ach, guck mal, Bentley! Nee, Bartholomew. Denn Bartholomäus hatte im dritten Teil einen Bruder namens Bentley und jetzt hat er auf einmal fünf. Das ist. Die Eltern waren wohl fleißig, wie es aussieht. Ja, anders kann man das nicht nennen. Und das ist die Nebenmission dieses Levels hier. Wir müssen fünf Yetis befreien. Das wird aber kein Problem sein, oder? Und wir sammeln auch gerade gut Juwelen ein, also. Es läuft ziemlich gut voran.
Und ich mag es, dass es ein Schneelevel ist. Das passt zur geradigen Jahreszeit, wo viel Schnee unterwegs ist. Da läuft irgendwas. Ach, der Riptalk da oben. Hab ich gar nicht gesehen. Der war einfach da. Okay, hier können wir nicht lang. Da ist ein großes Eisding davor. Wir müssen erstmal hier runter. Und dieses Gebiet hier. Ist der gerade über mich rüber geflogen? Leck mich! Okay. Aufpassen, dass wir die Juwelen einsammeln. Nur weil hier ein Gegner ist, heißt es nicht, dass wir ein Juwel kriegen. Jetzt haben wir hier lange wieder nichts. Oh Gott, ich dachte gerade, es wäre ein Gegner gewesen. Ja, selber schön, wenn du dieselbe Farbe hast. So, dann sollten wir... Was? Okay. Sei gegrüßt, junger Drache. Ich glaube, das Geschütz hinter dir könnte bei deiner Aufgabe eine nützliche Waffe sein. Okay, die hinter mir. Hier ist keine. Die ist nämlich drüben auf der anderen Plattform. Da wollte ich nämlich gerade hin, aber du hast mich aufgehalten. Oh, ein Leben. Nehme ich gerne an. Ich feiere es auch eigentlich, dass Sparks einfach eine komplett andere Animation hat, wenn wir Juwelen ansammeln. Hier ist... Nein. Nein. Ich habe das nie gewollt. Erstmal muss ich natürlich die Dinger ab hier schießen. Die Dinger ab hier schießen. Schönes Deutsch. So, dann machen wir das Ding kaputt und da hinten das Ding. Damit wir hier vorankommen. Treffe ich? Ja, treffe ich, okay. Da haben wir es ja gerade schon gesehen, da war einer dieser Brüder. Ich weiß nicht, ob das direkt Bentley war. Ich glaube nicht. Hallo. Mann, ich mag es ja kalt, aber das ist mir doch zu viel. Okay. Macht ihr irgendeine Grimasse? So, na Yeti. So, dann können wir jetzt auch hier langlaufen, wo ich den Fünfer liegen gelassen habe. Ich glaube, ich weiß soweit überhaupt. Ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. So, irgendwie habe ich da auch gerade keinen jemanden gekriegt. Der liegt hier. Bleib mal. Es ist dreckig, dass die mal liegen bleiben. Aber Sparks arbeitet, leistet gute Arbeit. Also, jetzt außer vielleicht bei dem. Aber ansonsten ist er eigentlich gut drauf. So, und hier oben haben wir eine blöde Libelle. Ich hab's aus den Augen verloren. Egal, ich will einmal zurück und die letzten Juwelen einsammeln. Denn die wollen wir natürlich mitnehmen. Oh, wir sind schon gut dabei. Wir haben die Hälfte fast, ne? Ja, wir sind echt gut dabei. Also, so kann es ruhig weiterlaufen. Natürlich haben wir noch die Minispiele vor uns. Aber ich glaube, eins war sogar ganz angenehm. Du hast Holly gefangen. Das war ganz komisch jetzt gerade. Hauptsache, wir rutschen noch weiter. Natürlich auch auf die Partzeit achten. Wir haben gerade mal 10 Minuten aufgenommen. What the fuck? Ich dachte, wir sind schon länger in dem Level. Aber wenn das... Wow, was war das denn jetzt gerade? Haben wir das so? Jetzt machen wir weiter. Definitiv. Haben wir gleich noch ein Minispiel? Ich kann mich an ein Minispiel erinnern, das war eine große Rutsche. Als andere erinnere ich mich gerade gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Was für ein Minispiel das war. Aber wir finden es gleich heraus. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Ich meine, ich will das Spiel jetzt 100% machen.
Ah, die gute alte PS2-Zeit. Ich lebe übrigens gerade wieder so ein bisschen in meiner Kindheit, ne? Auch wenn das Spiel... Ist das eine Kante? Das ist eine Kante, wow. Auch wenn das Spiel wirklich Schrott ist. Kann man sagen, was man will. Das Spiel ist nicht das Gelbe vom Ei. Aber als Kind habe ich es gefeiert. Ich weiß nicht mehr warum. Ich muss irgendwas geraucht haben. So, ein bisschen Eis kämpfen. Die Juwelen kriegen wir direkt. Alter. Hallo. Da ist ein ganz böser Riptok, der wirft mir Schneebällen ab. Hilfe, Spyro. Diese fliegenden Riptoks sind eine Plage. Ich glaube, sie bewachen die im Eis gefangenen Yetis dort. Kannst du sie mit dem Geschütz befreien? Ja, und zwar sobald er mich nochmal abgeworfen hat. Danke. Ich gebe dir keinen unfairen Vorteil. Als Kind hätte ich mich wahrscheinlich aufgeregt, weil ich ihm einen unfairen Vorteil gegeben hätte. Aber, ja, als Kind, mittlerweile fände ich es unfair, weil das ist unfair. Ich kann ja nichts dafür, dass der Typ mich anspricht. Ihr müsst euch das mal im echten Leben vorstellen, ja? Ihr sitzt da, ne? In der Schule zum Beispiel, bestes Beispiel in der Schule, werdet von irgendwelchen Hochklässlern, also Leuten, die in höheren Klassen sind als ihr, verprügelt, weil sie denken, sie sind cool, ne? Tut mir leid, ich gehörte zu den Leuten, die auch verprügeln. Das ist eine traurige Geschichte eigentlich. Ich habe mir immer gesagt von wegen, ich gehöre niemals dazu, ne? Ich werde niemals irgendwie unschuldige... Leute, Alter, ich leck das Spiel gerade. Unschuldige Leute ärgern. Aber dann, ja, habe ich es auch angefangen. Übrigens, da unten ist das Levelende. So mitten auf dem Feld. Oh Gott, die Dinger zu treffen könnte ekelhaft werden. Dankeschön. So, ich hab getroffen, okay. Sind so irgendwo was? Wir müssen diese Vögel treffen. Aber ich finde sie gerade nicht. Da unten. Ach, da muss ich da unten auf die Kanone. Ich habe mir damals gesagt, immer von wegen, wenn ich irgendwann, mal eine hohe Klasse bin, ne, so 8., 9. Klasse, werde ich sicherlich nicht die Kleinen ärgern. Aber ich habe genau dasselbe gemacht. Ich war genauso schlimm. War ein richtiger Sniper-Schuss. So, das hat er geschafft. Was willst du mir jetzt sagen? Das war toll, Spyro. Du hast die Herausforderung geschafft und deine Libelle befreit. Ah ja, okay, das war jetzt... Du hast Garku. Nein, Garku ist verschwunden. Das... Dieses Lachen im Hintergrund, what the fuck? Das war jetzt seltsam. Das war mega random, einfach eingefügt. Kein Grund, kein gar nichts, dann einfach so eine Challenge hier, ne, mach mal kaputt. Da haben wir da unten noch einen Yeti. Und dieses Lachen im Hintergrund, ne? Dieses Das war gerade ein bisschen seltsam, ein bisschen random, um genau zu sein. Diese sexy Kurve wollte ich eigentlich gar nicht fliegen, aber... So, dankeschön. Das ist der nächste Yeti. Es ist Simon. Der gute Simon, nicht der Death You. Es ist der Simon von Simon's Cat. Der ist gut. Ich habe Simon's Cat nie geguckt. Ich glaube, ich habe ein paar Folgen gesehen und dann war Ende bei mir. Für mich eine Sache, die man sich nur einmal geben kann. So, dann werden wir mal... Ich glaube, hier ging es um die Kurve, ne? Ups. Da war noch eine Wand. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Wir brauchen die Wand nicht kaputt machen. Oh mein Gott. Und hier ist der Schlüssel. Ich habe die Wand komplett vergessen.
soll denn diese Plattform hier? Geht das? Gibt's keinen ordentlichen Weg dafür? Hä? Alter, was ist das für Sprünge? Zehn, okay. Das war knapp. Aber stylische Kurve, Spyro. So, dann würde ich sagen, machen wir das Minispiel heute noch. Wenn, ich hoffe, es war die Rutsche hier. Denn ansonsten bin ich ein bisschen traurig, deswegen. Wir werden es herausfinden. Die Riptogs sind in unser Land eingedrungen und bauen Geschützfabriken, um unser Kloster zu zerstören. Kannst du alle Riptog-Fabriken vielleicht mit dieser Spitfire zerstören? Ich entsinne mich! Kannst du die Riptog-Geschützfabriken... Ich erinnere mich, das war dieses Mini-Baller-Spiel. Einfach ballern. Wir können einfach so. So, wir müssen einfach hier rumfliegen. Hier gibt es einige Leute, die schießen auf mich. Wie zum Beispiel da oben. Wir müssen einfach nur die ganzen Fabriken zerstören und die Schütztürme ausweichen. Alter, also diese Animation. So, da unten schießt zum Beispiel die Schütztür auf mich und die ganzen Fabriken müssen kaputt gemacht werden. Ganzen gefährlichen Fabriken hier, die Gase produzieren. Die Mission ist Kinderkram. Wir werden gleich noch weitermachen. Ein Gebäude fehlt uns noch. Ich frage mich nur wo. Ich frage mich gerade wirklich wo. Ach, da hinten. Gemeistert. Easy peasy. Wenn man überlegt, im Gegensatz zu dem Panzer-Minispiel ist das hier einfach kein Vergleich. Das ist einfach. Das ist einfach Button-Smashing, ein bisschen rumlenken, man hat es geschafft. So, wir brauchen natürlich keine zweite Runde, weil es gibt keine Libelle mehr, es ist Zeitverschwendung. Für mich ist es Zeitverschwendung, das Minispiel macht noch keinen Spaß. Die Minispiele generell in dem Spiel machen keinen Spaß, weil entweder sind sie zu lang, wie das Panzer-Minispiel, oder sie sind dämlich, wie das Minispiel jetzt. Okay, dann haben wir das dumme Minispiel gemeistert. Wir werden jetzt den Yeti hier um die Ecke befreien. Hallo! Bist du Bentley? Hey, was ist passiert? Haben mich die Riptogs eingefroren? Danke, Spyro. Woher kennt ihr mich eigentlich? Spyro ist so bekannt. Ne? Hier ist ein Rakete. Was macht die Rakete? Dankeschön. Dankeschön, Spiel. Das ist immer wieder lieb von dir. So spiele ich das Spiel gerne, wenn man hinterrücks angegriffen wird. So, gibt es mir auch eine Libelle? Immerhin haben wir dein Dojo gerettet. Mann, das war mehr als ich erwartet hatte, aber danke. Nein, du bist ein friedfertiger Typ. Du gibst nichts. So, kleines Jump'n'Run hier wieder. Alter, geht es hier weit hoch. Gibt's eine Kurve? Ach, hier ist noch ein Yeti. Bist du Bentley? Du bist Bauchredner. Das bist du. So, voll Energie, 18 Leben. Wir werden die Leben echt gut gebrauchen, denn ich kann mich genau erinnern, dass der Bosskampf am Ende kein angenehmer wird. Ich erinnere mich. Ich weiß nicht mal, wie der Boss ging.
Gucken wir, ob wir die letzten Dings noch befreien. Die letzten Yeti. Aber ich glaube, wir müssen einfach hier rüber, ne? Yep. Schön. Ich habe den Yeti nicht befreit, sondern eher Dings. Tschüss, Spyro. Guter Drache. Wow. So viel Budget für den Text. So, die Tür ist übrigens jetzt hier auf. Warum auch immer. Und hier hinter ist sogar die Libelle direkt. Bevor wir die holen, wollen wir folgendes erstmal. Denn wir haben ja hier noch die Schatzkiste. Die können wir auch noch holen. Dipp. Dann kriegen wir nämlich die andere Libelle, die hier noch ist. Tada! Wir haben... Wir haben die Jugend gefangen. Gut. Mich irritiert immer noch, dass die Libelle dann von oben kommt und nicht von unten. Okay, das war knapp. Ich dachte, den Sprung schaffen wir nicht mehr. Mal kurz gucken, was hier noch so ist. Ich habe noch ein paar Schätze, die ich gerne mitnehmen möchte. Ein Leben. Oh, er ist umgedreht. Das kann... Mann! Okay, da fliegt er. Hier geblieben. Du hast den Maid gefangen. Geil. Ich glaube, wir sind mit dem Level doch besser unterwegs, als ich gedacht habe. Ich hab's Level viel größer in Erinnerung. Was haben wir hier oben nochmal? Weiß es nicht mehr. Noch eine. Wir platzieren hier random Libellen, weil wir nicht wissen, wohin damit. Du hast Schatten What the fuck? Gefangen. Gut, Leute. Ich würde sagen, an dem Punkt hier machen wir aber ein Ende, weil wir sind hier oben schön am Turm. Neben den beiden Kisten, die wir im nächsten Part erst abfackeln werden. Was dort drin sein wird, werdet ihr noch nicht erfahren. Aber im nächsten Part, ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und Masa La Vista, Baby.